Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Clouds of Darkness. Clouds of Darkness! Und es ist gerade wirklich Darkness. Da drüben sind Viecher gespawnt. Es ist wirklich Darkness. Ich habe hier noch eine Reward Bag. Oh shit, ich habe ihn angeguckt. Whoa. Bitch, nimm das, nimm das. Oh, der hält wieder aus. Ich habe ihn! Oh, so, wir beruhigen uns jetzt nochmal. Wir kommen nochmal runter. Wir fangen nochmal von vorne an. Okay. Clouds of Darkness! Wir haben eine Enderperle! Wir haben eine Enderperle! Alter, wie. Geh weg, ich hab eins von dir. Ah, ist doch gut so. Geh weg. So, ja, wir haben eine Enderperle, das ist schon mal sehr gut. Du siehst mich nicht. Und ich mach jetzt die Reward Bag auf. Ich hab eine Wooden Pickaxe bekommen. Wie, welchen Reward denn? Was hast du schon? Ich hatte noch einen irgendwo über. So. Ich hab eine fucking. Okay. Wir haben Pläne. Der Fischi wird nämlich da. Wo wolltest du hinbauen? Ich glaube da hinten. Ey, ich hab kaum noch Leben. Sag mal, was machst du denn? Irgendwie. Ja, das war, glaube ich, der Enderman, aber wieso hat er denn so Stoll und wieso regeneriert das nicht? Ich weiß es auch nicht. Also Fischi hat den Plan gefasst. Wir haben hier links und rechts haben wir ja Inseln. Also wir überall werden jetzt eigentlich da. Ja, aber die beiden sind ja hier ganz, die bieten sich an, ne? Und von daher bauen wir jetzt erstmal geradeaus dahin. Nee, wir hatten doch einen neuen Plan. Wir hatten die beiden da hinten gesehen, aber dann haben wir gesehen, dass die hier, die man jetzt im Dunkeln nicht mehr sieht, aber dass die irgendwie größer aussieht. Und deswegen wollten wir da vielleicht hinbauen. Ja, die sieht man schlecht, aber da hinten ist tatsächlich so ein richtig, richtig großer, da läuft auch irgendein Wasser runter, ne? Fischi baut sich derweil dahin und wir wollten schlafen. Ja, gut, aber wollten wir nicht erst noch, wir wollten die Monster vernaschen. Ich werde Problem ist, Crucible. Nimm du mal die Rüstung von aus der Kiste da, die du selber gebaut hast. Hm? Und ich nehme mal die hier noch hängt. The Blood Moon is Rising. Geil, guck mal hier. Kommst du jetzt mal ins Bett, bitte? Nein, wir wollen doch die Monster hacken, bevor wir ins Bett gehen. Aber die sollen sich doch selbst hacken, wenn sie denn früh morgens und so. Ach so, war die Idee, na gut. Ach, das sieht ja geil aus mit dem. Ja, ne? Ja. Okay. Press P to open Ender Compendium. Ja, das steht jetzt ja auch gerade bei mir. Was ist denn das? Wow! What the fuck? What the shit? Hardcore Ender Expansion. Ender Compendium. Overworld, Dragon Lair. Oh, Dragon Lair, wir sind hier bei Game of Thrones jetzt gelandet. Ach, du Scheiße, was ist das denn bitte? Ender Goo Bucket? Was? What? I don't fucking know. Das sieht aus wie so ein Rezepte-Ding, oder? Shizzle, glowing obsidian. Shizzle, mein Mizzle. Shizzle, die Fizzle, mein Mizzle, die Shizzle. Shizzle hätte ich sowieso gerne. Shizzle. Ist egal. Baum Island. Und hier müssen wir es auch nochmal hübsch machen, ne? Also, hübsch ist gut. Boden, was denn? Ja, unser Hausgebiet. Wenn der Enderman mich vielleicht nicht hier runterschubsen könnte, das wäre ein Riesentraum. Du bist da jetzt. Warte, ich hab noch keine Rüstung an. Ich hab Angst vor dem. Fische. Ich hab Angst vor dem. Ich guck ihn jetzt an. Ich hier. Das bringt nichts am Tag. Zack. Ja, ich höre ihn. Er ist weg. Oh, ist der laut. Oh, der ist echt richtig ran. Boah. Okay, spinne ich kaputt. What? Das Problem ist. Die sprengen das immer weg. Aber da sind Knochen. Ich glaube, das sollten wir nicht zu zweit. Oh, shit! Vorsicht! Oh mein Gott! Lass mich mal. Oh. Achtung, nicht, dass ich dich treffe. Knochen! Nee, der hat mir gerade zwei anderes. Knochen eingesammelt. Hab ich. Okay, reicht. Wir brauchen dann nichts mehr. Doch, wir brauchen immer. Vor allem könnten wir uns Werkzeug und so aus Bone Meal machen. Das ist auch in der Tat richtig. Und dann wäre das gut. Und wer sich jetzt, wer den Bildschirm angeschrien hat, weil wir hier kein Wasser mehr drin haben, alles ist gut. Ich habe ihn schon gesaved im Waterbucket. Echt? Ja. Gut. Habe ich schon getötet. Knochen sind hier in der Kiste. Ich mache mich jetzt auf. Wobei, ich muss noch ein bisschen. Haben wir hier noch Sandwich? Käse? Nein, du hast alles aufgefressen. Oh, doch nicht. Was? Nein, ich habe nur zwei gegessen. Ich habe nichts gesagt. Ich habe ein Crucible. Echt? Jetzt muss ich den noch brennen. Hier sind noch Würmer, wenn du möchtest. Oh, Fisch, ja. Ich habe keinen Platz mehr. Mal was abklingen hier. Wo sind denn die. Wo? So.
Ich werde auch gleich eine Farm irgendwie mal anfangen. Müssen wir mal gib gucken. Mir mal die Würmer. Hast du noch die Würmer? Wo sind die Würmer? Ich weiß nicht, wo die Würmer sind. Hast du die Würmer? Ich habe nicht die Würmer. Ich hab sie gar nicht Würmer. Ja, nimm. Da, 6 Stück. Kannst du mal mampfen. Ah, yes. Nam, 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 nam. Hey, wie lange ich jetzt schon darüber wollte? Ich regeneriere nicht, ne? Nee, du, das ist auch eine Mod. Ich glaube, du kannst dich hier nicht regenerieren. Es gibt, glaube ich, irgendeine Heilungsspritze oder so. Aber das brauchst du jetzt, glaube ich, nicht. Bullshit. Wir sind ja jetzt auch im coolen Modus, sage ich mal. Das passt aber uns, glaube ich, ganz gut. Wir haben nicht das Ding, dass nichts verloren geht, wenn man runterfällt oder so, ne? Also wenn man runterfällt, ist Grabstein. Es weg. Ich bin doch schon mal gestorben, da war es ein Grabstein. Also alles okay, aber easy. Wenn man runterfällt, bringt dir der Grabstein nichts, ne? Dann bringt dir der Grabstein nichts, ich regeneriere nicht. Das ist richtig. So. Crucible. Oder weiter? Warte mal, wie kann ich denn mal bei der Map... Oh mein Gott, die sind gar nicht so weit weg, wie man denkt. Echt, ja? Aber die große, die ist, glaube ich, da ist, glaube ich, nur Stein und Lava. Das werden wir gleich mal rausfinden. Sachen. Ich müsste eigentlich mal auf J? Nee, auf M? Oh ja. Das Problem ist, wenn man Musik laufen hat, dann will man mitsingen. Das ist nicht gut. Schalalalalala. Don't hit me. Wo mache ich das jetzt? Ich fange hier an. Komm, was soll's. Du machst das schon, ne? Ich finde das Blöde, gut. Das Blöde ist jetzt, ich kann... Ich kann jetzt hier das Wasser nicht reinmachen, sozusagen. Also, wir müssen das anders. Nee, ich würd die Farm so machen, dass wir die erhöhen wieder, so wie es schlau ist, weißt du, mit den Slabs. Hm? Ja, ja. Und da dann halt mit Fackeln arbeiten. Ich habe jetzt Fackeln. Ich glaube, es war nicht so schlau, dass ich hier Sachen mitgenommen habe. Ich hätte vorher wichtige Sachen wegtun sollen. Ich pack da einfach so einen Slab hin, dann kommt man auch hoch. Da hinten ist so eine Schleiminsel. Was? Kennst du die? Slime-Insel? Ja, ja. Kennst du diesen... Was frage ich eigentlich? Dieser Slime-Baum. Der ist genial. Genau. Damit kann man auf Sachen machen, kannst du, ne? Kannst du richtig bouncen. Ja, richtig. Okay. Ja, da können wir auch noch hinbauen. Ich glaube, auf diesen kleineren Inseln könnten Sachen sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir werden das erkunden. Es ist ein bisschen aufregend. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wie gesagt, ne, für uns ist das hier alles ja auch komplett neu. Wir auch erstmal rausfinden. Ich glaube, ja, wir haben die Farm so ein bisschen zu spät angefangen, ne? Ja, noch haben wir Essen, ist alles easy. Du hast es wenigstens durch einen Reward da bekommen. Oh, das war geil, das Essen. Das bringt auch so unglaublich viel, ne? Ja, echt lecker. Ich fange ja schon an. Mach das hier gerade. Und du hast ja auch Erde gezifft. Hast du da geile Seeds rausgekriegt? Warte, ich sag's dir jetzt nochmal. Hab ich in der Kiste. Es drängt jetzt nicht. Du musst da jetzt Potato. Nicht extra hinlaufen. Potato und Sugar. Naja. Sugar. Mhm. Ja gut, Potato, ne? Potato ist geil. Seeds werden geil, ne? Also normale Seeds für Wheat. Habe ich, glaube ich, noch nicht, aber ich habe noch ein bisschen Erde. Die kann ich noch durchjagen. Oh Mann, ja, von wo machen wir? Von hier. Wir machen es von hier. Ach übrigens, hier ist Lava, ne? Wir hätten uns auch hier Lava holen können. Oder wir können uns noch hier Lava holen. Wie weit bist du denn jetzt schon? Noch ein Stück. Also ich bin jetzt gleich bei der Insel angekommen, die wir uns ausgeguckt hatten. Echt jetzt? Naja, bald. Also ich bin schon fast auf der Höhe, ja. Auf der Höhe, ey. Und das Gute ist ja, wir wollten ja Crucible machen und so. Wir können den auch befeuern dann mit Lava, ne? Das geht schneller. Ich bin blöd, Fischi. Was ist denn los? Ich habe ja nur einen Eimer Wasser. Ich brauch zwei. Ja, du brauchst zwei. Oh nein. Das heißt, wir brauchen nochmal Regen, ne? Wir brauchen noch mal Regen. Scheiße. Oder auf der Schleiminsel, ist da nicht auch normales Wasser? Ja, das kann ich dir ja nicht sagen. Ich guck da gleich mal nach. Ich war ja da noch nie. Nee, auf den Schleiminseln ist ja immer so ein bisschen so Zeug, wo die Schleims auch entstehen drinne. Diese Schleimviecher. Ach so. Und es kann sein, dass es... Oh! Oh, da hatte ich einen Lag und... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fischi, immer Shift drücken. Ich drück immer Shift. Ja, ist auch gut. Ich drück das immer. Okay, soll ich jetzt schon rüberbauen? Noch nicht. Das Blöde ist, ich verbaue hier viel zu viel Holz. Aber wenn ich jetzt die Erde einfach nur so hier ranpacke, ne? Freunde, dann fällt die mir irgendwann runter, wenn wir sie wieder rausholen wollen. Nee. Das machst du schon sehr, sehr richtig. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Taktik. Von daher kommt Tatsache erstmal ein Slab und dann nochmal Holz drauf. Also es ist irgendwie blöd. So, jetzt bin ich längs abgebogen.
Oh, ein Birch Seed habe ich. Und Fishing Bait. Ah, Fischi. Ja, das ist scheiße. Ich habe Sachen für dich, auf die wirst du stehen. Nein, nimm das weg von mir. Nimm das weg. Sechs Steine. Ich bin jetzt links abgebogen. Ich glaube... Na, wie viele Slabs habe ich eigentlich noch? Ah, okay. Also ich habe nicht zu viele mitgenommen, sagen wir so. Ich bin echt mal gespannt. Also, wenn das Ding ist, ich hätte jetzt, glaube ich, so eine Seite mitnehmen sollen, das Warp-Buch. Und wenn ich dann drüben gewesen wäre, dann hätte ich mal so ein Warp-Ding machen sollen, wa? Ich weiß es nicht. Eigentlich bekommen wir so eine Seiten. Also es gibt wohl ja, aber man kann sie, glaube ich, auch selber programmieren, sozusagen. Werden wir sehen. Oh, das dauert Stunden. Oder ist Obsidian? Ist das Obsidian? Ich glaube ja. Aber du siehst da schon Sachen. Ja, ich bin gleich da. Es sind noch 30, 40 Blöcke. Ich würde das jetzt auch sehen. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig gewesen bis jetzt für meine Zuschauer, aber die Spannung steigt ja auch, je näher man der Sache kommt, ne? Oh. Den Crucible habe ich ja jetzt. Crucible. Nice. Doch, den packen wir jetzt hier hin. Ach shit, haben wir denn... Jole! Was denn? Zum Thema Kobbel und so, ne? Ja. Die komplette fucking Insel hier besteht aus Kobbel. Was, ehrlich jetzt? Ja. Oh, das ist ja grandios. Ich wollte gerade sagen, oh nein, jetzt haben wir keinen Kobbel mehr, aber... Pff. Okay, und ich höre, ich bin jetzt angekommen. Die erste Lava entsteht hier jetzt, Fischi. Aber das ist das Blöde, weil hier ist ja alles aus Holz, ne? Naja, wir haben hier drüben ja auch noch Lava. Also du musst jetzt nicht unbedingt... Obwohl, im Crucible ist das doch nicht so schlimm, oder? Ich weiß es nicht. Bei euch in Skyblock war es jedenfalls nicht das Problem, ne? Okay. Ich mach mal, vorsichtshalber mache ich einfach mal unser Dach weg. Was hältst denn du davon? Mach's doch irgendwie ein Stückchen weit weg. Du müsstest ja noch Kobbel da haben irgendwie. Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich den dann schon reingehauen. Aber du kannst ihn doch wieder abbauen. Ja, aber da ist jetzt schon Kobbel drin. Oh! Was? Fischi! Oh shit! Okay, es kann sein, dass hier gleich die Brücke abfackelt. Warte mal, ich hab doch Kobbel hier. Oh nee. Warte. Du weißt ja, was ich hau jetzt. Ich darf noch nicht sterben. Das wäre jetzt ein Problem für mich. Es wird Nacht übrigens. Oh. Es wäre ganz cool, wenn du nochmal zurückkommen könntest. Du, ich baue jetzt hier unser Haus ab. Oh shit. Ich hab das jetzt nicht mit dir besprochen, aber ist egal. Boah. Nee, alles gut. Okay, folgendes. In dieser Insel waren ganz viele Monster. Oh, nee. Nee, alles gut. Oh, ich hab jetzt hier quasi... Oh, mein Gott. Also, ich habe oben jetzt Lava so umgelenkt, dass sie anscheinend da reingeflossen ist. Und ich glaube, alle Monster da drin sind jetzt tot. Es ist eigentlich, eine gute Nachricht, würde ich sagen. Eigentlich ja. Nur nicht, vielleicht nicht, wenn man das ganze Zeug von den Monstern, was man hätte haben wollen. Ja, vielleicht auch das, ja. Ist halt jetzt Kapaiser, ne? Ein wenig, ja. Ist wieder ein Trollblock drin. Das ist aufregend hier. Ich will da nicht rein, weil ich dann sterbe wahrscheinlich. Bischi, jetzt komm erstmal zurück, wir müssen pennen hier. Okay. Okay, ganz viele Trollblöcke. Hast du Stein schon mitbringen können oder so? Oh. Nee, ich musste den Stein leider aufbrauchen, um hier Sachen zu retten, sozusagen. Was? Was? Wer bin Jäger mal, Jason? Why to slim in... Was? What? Wer ist er denn? Das kann vielleicht irgendwie so eine Persönlichkeit im Spiel gewesen sein, die ich jetzt gerade hier aus Versehen gekillt habe. Er hat doch versucht, in Lava zu schwimmen. Dafür kannst du ja nun jetzt auch nichts. Ja, das war dumm genug, ne? Selber schuld. Ja, würde ich auch sagen. Wie viel Kobbel bräuchtest du denn? Also vielleicht müssen wir nochmal wiederkommen einfach. Ich glaube, für die erste Lava hier wird's reichen. Aber es dauert ewig mit dieser Fackel hier drunter. Melting Speed 1, Flut Lava. Ja, pass auf, wir kommen einfach nochmal wieder hierher. Und, wow! Ja. Wieso, das ist gebrannt? Oh, Entschuldigung, hier ist... Ah, diese Lags ab und zu, ganz, ganz eigenartig. Dabei bist du der Haus dann. Ah! Oh! Okay, also irgendwas ist hier, weiß ich, mit der Verbindung oder wie auch immer. Heute ist der Wurm drin. Ich komme zurück. Ja, bitte.
wenn ich nicht runterfalle? Oh mein Gott, das war ziemlich aufregend. Ich bin unterwegs. Es könnte noch ein paar Stunden dauern. Ich sehe dich noch nicht. Alter, nee. Ich sehe gar nichts. Obwohl jetzt am Horizont erscheint unsere Insel. Ey, bist du da schnell hingekommen, ne? Ich bin ein bisschen, aufgeregt. Ich rutsche gleich runter. Ich rutsche gleich runter. Nee, oh mein also Gott. Ich sehe dich noch nicht. Jetzt sehe ich dich. Was, echt, ja? Ja, da kommst du. Oh. Ich werde mich dann schon mal hinlegen. Ich mache mich schon bereit. Ich bin so gespannt, wie die Farmgeschichte aussieht. Und dann müssen wir nochmal, nächste Folge müssen wir nochmal so ein bisschen so Adventure-Action-technisch da zusammen rübergehen und gucken, was wir so alles da noch irgendwie bitte, nimm mich also mal wie mit. Gesagt, es kann halt sein, dass es jetzt ein Fehler gewesen ist, da, was heißt Fehler, ich hab's da nicht mit Absicht gemacht, aber dass jetzt da die Lava reingegangen ist. Vielleicht war das ein NPC, der uns irgendwie was hätte geben können, weißt du? Jetzt zu spät, ihr kleines Tod. Hä? Was hab ich jetzt gemacht? Okay. Wie findest du das jetzt so unter luftigen Höhen? Ich find's super. Ah. Hier ist ja, wow. Siehst du, hier ist unser Crucible. Unter mir. Si, senora, si. Noch kann ich nichts reinpacken. Nee. Oh, guck mal, wie sie sterben. Oh, das ist ein Fest. Ja, also. Ah, willst du schießen? Schieß doch, schieß doch, schieß doch, du Necken. Was jetzt halt fehlt, ist, Wasser, ne? Oh, wie doof. Ja, und ich habe noch nicht auf der Schleiminsel geguckt. Und es regnet auch jetzt nicht. Ja. Werde ich die zwei Blöcke verlieren? Wir werden es erfahren, aber frühestens in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ebenso. Ziemlich viel Action und so. Danke, Jolle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ja, tschüss. Tschüss.